Das Welser Unternehmen Rübig ist weltweit erfolgreich und versteht es auch zu feiern. Wir sind also stolz auf das Unternehmen. Wir haben aber ein Oktoberfest gemacht. Wir machen nicht eine normale Firmenfeier, sondern in Form eines Oktoberfests. Weil wir, ja, wie wir den Termin vor einem Jahr festgelegt haben, sind wir draufgekommen, am 23. September ist in München Oktoberfest. Und da wollten wir dem einen oder anderen Kunden noch sparen, dass er nach München fährt. Der kann also auch bei uns ein Oktoberfest erleben. Rund 300 geladene Gäste nehmen am Jubiläumsfest teil. Vor allem sehr viele Kunden. Wir haben einen sehr starken Kundenfokus. Wir haben natürlich auch einige Politprominenz. Wir haben Industrie-, Wirtschaftsvertreter. Also ich glaube, wir haben einen sehr guten, gemütlichen Mix, den wir heute eingeladen haben. Wenn ein Schmied oder ein Schmiedebetrieb feiert, dann heißt es immer hart arbeiten und präzise zuschlagen. Und die 70-Jahr-Feier, hart arbeiten, präzise zuschlagen, heute mit einem Brezel und mit einem Bier, das gehört ganz einfach dazu. Wer hart arbeitet, muss auch feiern können. Klassisch wird das Jubiläumsfest mit dem Bieranstich eröffnet. Tracht und Dirndl, das ist der Dresscode des Abends. Ja, ich glaube, wenn es zum Oktoberfest geladen ist, dann gehört auch eine Tracht dazu. Wir sind ja hier in einer Region und Tracht und Kultur gehören zusammen. Und wenn man das pflegen kann, dann soll man es auch pflegen. Wir fühlen uns da wohl, ich ziehe das gern an. Ja, und jetzt freue ich mich auf einen gemütlichen Abend, gemeinsam hier mit der Firma Rübig das feiern zu dürfen. Eine besondere Ehre wird dem Unternehmensgründer Helmut Rübig zuteil. Rübig ist mittlerweile ein Traditionsbetrieb in Oberösterreich und in der Stadt Wels. Wir haben daher das Firmenjubiläum zum Anlass genommen, um dem Firmengründer Helmut Rübig das goldene Verdienstzeichen des Landes zu geben. Denn auf dem Grundstein, den er gelegt hat, bauen jetzt die aktuellen Geschäftsführer. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ist direkt aus Bratislava nach Wels zur Jubiläumsfeier gekommen. Mir ist die Firma schon Jahrzehnte bekannt, weil ich natürlich als erstes mit dem Paul Kontakt gehabt habe. Der war damals Wifi-Kurator, ich habe dort gearbeitet. Und dann habe ich auch den Günther kennengelernt. Beide sind ja aktiv im Bereich Interessenvertretung und Politik. Und beide haben dazu beigetragen, dass wir gerade aus Forschung und Entwicklung anbelangt doch einen ganz guten Stellenwert erreicht haben. Auch Wirtschaftskammer Österreich-Präsident Christoph Leitl hat jahrzehntelange Kontakte mit dem Unternehmen Rübig. Tolles Unternehmen, eine tolle Familie dahinter, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Freude, so etwas zu sehen. Und heute feiern wir den Erfolg gerne mit. Welches Motto immer, ich komme gern, wenn es zum Feiern ist. Denn hinter der Feier steht viel Arbeit, erfolgreiche Arbeit, gute Qualität, viel Nutzen gestiftet und Menschen, Arbeit, Einkommen, Sicherheit und Weiterbildung, Entfaltung der Talente gegeben. Das sind eigentlich schöne Dinge, auf die kann man stolz sein und da kann man auch ein Oktoberfest damit feiern. Der Festakt ist gepaart mit vielen Einblicken in die innovative Firmengeschichte. Das einzigartige Synergiepotenzial, das aus enger Zusammenarbeit von Rübig Anlagentechnik, Härtetechnik und Schmiedetechnik entsteht, maximiert den Kundennutzen. Mehr als 400 Mitarbeiter sind im Auftrag der Kunden beschäftigt, national und international.